Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Kaosti und heute gibt es ein neues, etwas kürzeres Video über das Thema Bogensport. Hauptsächlich wird das Ganze, der Wind, jetzt schwang es trotzdem ziemlich. Also falls ihr seekrank werdet, tut es mir jetzt leid, aber gerade eben war es noch recht still vom Wind her. Das ist jetzt mehr oder weniger ein Testversuch. Jetzt haben wir jetzt schon ein paar Mal Leute, immer mal wieder hat jemand gesagt, dass man mich schlecht versteht bei meinen Videos. Und jetzt habe ich halt eben mir gedacht gehabt, na gut, ich will das ja trotzdem weitermachen, es macht mir Spaß. Es kommt an sich recht gut an, muss ich sagen. War ich echt überrascht teilweise, wie oft die Videos tatsächlich angeguckt werden. Aber habe ein bisschen was investiert, habe mir jetzt ein Mikro geholt. Also ich hoffe, man versteht mich jetzt gut. Es ist allerdings das erste Video, was ich damit aufnehme. Also falls irgendwas ist, es rauscht zu sehr oder der Wind oder zu laut, zu leise, bitte sagen, damit ich an den Einstellungen noch ein bisschen üben kann. An sich wollte ich schon länger jetzt ein Video machen, weil, wann war das? Pfingstmontag. Also vor 2 Wochen, glaube ich, hat der Chris sich bei mir gemeldet, dass es halt eben ein wenig gedauert hat, na, mit dem Bogen. Und es daran gescheitert hat oder gescheitert ist bisher, weil das Holz fürs Mittelstück bisher noch nicht kam. Aber es kam dann jetzt vor 2 Wochen. Und dann hat er gemeint gehabt, er kann jetzt anfangen mit dem Mittelstück. Wahrscheinlich entweder hat er letzte Woche angefangen oder hat er eben jetzt diese Woche angefangen. Heute ist der, was haben wir heute? Freitag, der, keine Ahnung. Ich weiß noch, was heute für ein Tag ist. Moment. Der siebte? Der siebte kann nicht sein. Weil am letzten Woche, ist ja wurscht. Ich lade es jetzt eher am Wochenende hoch. Also der, ne, wenn das morgen hochgeladen wird, ist es der Freitag vorher. Das ist heute. Alter, ich bin mal wieder gut vorbereitet. Auf jeden Fall hat er gemeint gehabt, aber die Wurfarme sind fertig. Und wenn ich mag, kann ich ja mal vorbeikommen und sie mir angucken. Habe ich natürlich am nächsten Tag gleich gemacht, nach der Arbeit. Und sind richtig schön geworden, muss ich sagen. Ich werde es natürlich auch hier einblenden, hier so. Und ja, sie müssen zwar noch logischerweise geölt werden oder Lack oder was weiß ich, was halt eben drauf kommt, damit sie richtig schön glänzend sind. Deswegen sehen sie im Moment ein bisschen blass aus, aber mir gefallen sie. Ja, das heißt, eventuell könnte es sein, dass es das letzte Video ist mit dem Spirit. Oder vielleicht mache ich dann noch ein Video, wenn ich den Bogen dann habe mit dem Spirit und dem neuen dann, damit ich halt eben, keine Ahnung, was vergleichsmäßig zeige oder die Unterschiede oder was weiß ich was. Jo, ansonsten, damit es halt eben jetzt dann nur deswegen aus ist, beziehungsweise das Video halt eben jetzt gleich wieder vorbei ist, damit ich das ankündige, die Wurfarme zeige und sage, dass ich halt eben so ein bisschen am Ton feilen will, habe ich mir natürlich auch gedacht, ich schieße ein bisschen. Allerdings nur, keine Ahnung, 2 Runden. Hauptsächlich deswegen, weil ich mir noch nicht sicher bin, wo ich das Mikro an mir halt eben mache. An der linken Seite ist schlecht. Nicht, dass ich aus Versehen mit der Sehne das Ding weghaue. Deswegen ist es im Moment auf einer anderen Seite. Und ja, da will ich mal gucken. Nicht, dass man halt eben das Ganze zu laut hört. Auch halt eben wie der Bogen. Dann allgemein, gerade jetzt, wo der Wind ein bisschen besser ist, oder was ist ein bisschen besser, ein bisschen lauter ist, durch mehr Wind, dass es halt eben rauscht, ob ich halt eben weiß, ob ich da irgendwie noch was machen muss. Nebengeräusche ist gerade sehr schön, dass der da unten sägt. Dann höre ich auch deswegen vielleicht, ob man mich trotzdem gut hört oder ob das einfach zu laut ist, wobei das gerade echt laut ist. Und ja.
Ich muss auch sagen, dieses Jahr habe ich noch, dafür, dass wir schon fast Mitte des Jahres haben, oder jetzt eigentlich Mitte des Jahres haben, habe ich noch sau wenig geschossen. Bedingt deswegen, weil ja immer noch viel Regen ist oder allgemein schlecht Wetter und wir halt eben dann auch nicht auf den Platz gehen mit der Familie. Und ich halt eben auch bedingt durch die Arbeit zwar früh aufstehe um 3, aber teilweise nicht, also in letzter Zeit echt so müde bin teilweise, dass ich keine Lust habe rauszugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dementsprechend habe ich mich jetzt auch nicht wirklich verbessert im Vergleich zu letztem Jahr. Kann man nicht anders sagen. Mein Vorsatz von letztem Jahr, dass ich endlich da unten noch ein breiteres Brett dran mache, damit es eben nicht schief steht, habe ich auch noch nicht gemacht. Ach ja, wenn die Zeit noch nicht so knapp wäre immer. So, das ist doch mal schön gestreut. Absolut nicht das, was ich vorhatte, aber ich habe jetzt einfach mich nur auf Schießen drauf konzentriert, weil ich hatte letztes Jahr das Problem, dass ich mich da hier ab und zu gefitzt habe. Ne, genau da hier diese Stelle. Und das habe ich dieses Jahr, nachdem ich wieder angefangen habe, auch wieder gehabt. Und dementsprechend konzentriere ich mich erstmal wieder drauf, auf die richtige Haltung. Das hat echt, das ist Wahnsinn. Und ja, so, Pfeile und dann schieße so, ich noch. Also da bin ich wieder. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also heute ist wirklich der 7. Dann war das Ende Mai, wo ich beim Chris nochmal war. Und Pfingsten war dann dementsprechend auch Ende Mai. Ich dachte, das war jetzt erst im Juni. War echt verkehrt. Ja, auf jeden Fall bin ich echt gespannt. Ich freue mich wie am Flitzebogen. Und ja, ich hoffe, euch bald den Bogen zeigen zu können. Scheiße, wenn er durch ist, steckt er im Holz. Ich wollte eigentlich, hier rechts oben ist ein kleines Viereck, keine Ahnung, was da mal war. Sieht es auf jeden Fall noch. Da wollte ich drauf schießen. Hab nicht bedacht, dass dahinter Holz ist. Egal. Ich habe ein Messer zum Rausmachen. Der war noch zu niedrig. Jetzt habe ich gedacht, ich kann das mal richtig rausreißen. Das war Holz. Ja, so viel dazu. Wenn ich mich konzentriere und ziehe, klappt es an sich ganz gut. Man muss allerdings auch bedenken, das sind ungefähr 10 Meter, aus denen ich schieße. Ich schieße ab und zu von weiter hinten, aber hier haben wir halt eben einen schönen Baum, wo ich dann meist halt eben mein Stativ ranmache, weil ich halt eben kein riesen Stativ immer mit mir rumschleppen will, wo ich selber hinstellen kann. Dementsprechend mache ich halt eben das Kleine immer irgendwo fest. Auf 10 Meter klappt es ganz gut. Habe ich auch halt eben auf dem Platz, sehe ich das immer, wenn ich trainiere. Und dann auf 10, 15 Meter klappt es ganz gut. Sobald ich weiter weg bin, habe ich, keine Ahnung, da wird mein Streukreis wie von der Schrotflinte. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist halt eben wirklich was, woran ich arbeiten muss, aber Zeit, ne? Okay, wie gesagt, kurzes, knackiges Video. Meine neuen Wurfarme habt ihr schon mal gesehen. Sobald ich wieder was weiß, gebe ich euch natürlich Bescheid. Und ansonsten, entweder das nächste Video gibt es dann wirklich mit dem neuen Bogen schon, oder wenn noch mal was zwischendrin ist, mache ich dann halt eben noch mal ein Video. Ansonsten, ja,
war es das auch schon wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn ihr das seht. Wenn dann Wochenende ist. Wenn ihr später seht, dann natürlich eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein!